Nein, nein, ich kann mich auch jetzt nicht zurückhalten. Als ich die Lektüre noch nicht einmal beendet hatte, wusste ich bereits, dass ich euch von diesem Roman und seinem Autor erzählen muss. Nach dem alten Spruch, du hast keine Chance. Also nutze sie. Wie ihr wisst, klebe ich normalerweise Post-it-Zettel in ein Buch für meine persönlichen Notizen. Hier aber fehlt es mir an Zeit und Atem. Ich schrieb, krakelte, fetzte meine Anmerkungen mit Bleistift gleich in das Buch hinein. Tolle Passagen anzustreichen wurde sinnlos. Jede der 300 monumentalen Seiten, grundsätzlich jede, bekäme am Rand einen Bleistiftstrich von oben bis nach unten. Daraus zu zitieren bringt wenig. Man sollte das Ganze vorlesen, langsam und mit Gründlichkeit. Ihr wisst, dass ich ungern Superlative gebrauche, außer dort, wo sie ehrlich angebracht sind. Und so etwas begegnet einem nur selten im Leben. Die Intensität, die Unbedingtheit, mit der Paul Lynch Prophet Song geschrieben hat, dieses Müssen, Not und Dringlichkeit, die auf die Niederschrift von Lil bestimmte, diese Unbedingtheit Paul Lynchs überträgt sich auf dich. Du kommst ihm nicht aus. Du willst raus und willst es zugleich nicht. Manchmal hältst du inne und fragst dich, soll ich hier aufhören? Längst wenden viele ihren Blick vom Bildschirm ab, wenn es um Israel oder die Ukraine geht, weil wir es mit den Schrecken dieser Welt nicht aufnehmen können. Paul Lynch jedoch sperrt dich derart gekonnt in eine Unausweichlichkeit ein, dass es dir unmöglich wird zu sagen, ich will mir das nicht anschauen, ich will da weg. Und du merkst, dass du längst angefangen hast, um dein Leben zu lesen. Paul Lynchs Roman Prophet Song, der unter dem Titel Lied des Propheten im September in der Übersetzung von Eike Schönfeld bei Klett Cotta erscheint, ist eine Dystopie, also die Umkehrung einer Utopie. Eine Dystopie, und unsere Kultur von Orwells 1984 bis zu unseren Streaming-Serien ist bekanntlich voll davon, eine Dystopie erzählt warnend von einer Welt in einer meist nicht allzu fernen Zukunft, wie sie bitte, bitte nicht sein soll. Paul Lynchs Prophet Song ist natürlich auch von dieser politischen Motivation getragen. In ihm beginnt sich Irland nach einer überstandenen Pandemie in eine Diktatur zu verwandeln. Zuerst schleichend, dann rasch. Vermutlich durch die Wahl populistisch agitierender Politikerinnen und Politiker der sogenannten National Alliance Party. Diese National Alliance Party ist vor 2 Jahren wegen irgendwelcher herbeigeredeten Krisen mit ebenso herbeigeredeter Untergangsstimmung wegen gewählt worden. Und darin besteht bereits eine der Pointen von Paul Lynchs Prophet Song. Wer lange genug Krisen und Untergänge beschwört, der will und der hat sie dann auch. Der Roman setzt damit ein, wie 2 Beamte der gerade formierten Geheimpolizei an die Tür der Familie Stack in einem Vorort Dublins klopfen. Sie wollen, sehr gemütvoll übrigens, sympathisch, unaufgeregt und darum unheimlich, Eilish Stacks Ehemann Larry, dem stellvertretenden Generalsekretär der Lehrergewerkschaft, nur ein paar Fragen stellen. Und von diesen ersten leserbannenden und uns nicht mehr loslassenden Zeilen an werden wir in Eilish Stacks Welt hineingezogen, hineingedrängt, hineingetrieben, in der zuerst Larry und dann Eilish Stacks ältester Sohn Mark verschwindet und Eilish überwacht wird. So wie nach verhängtem Notstandsgesetz auch Bürgerrechte allmählich ausgeschaltet werden, abendliche Ausgangssperren in Kraft treten. Und nein, 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 nicht Linke, nicht einmal unbedingt Liberale, sondern grunddemokratisch gesinnte Menschen aus ihren Ämtern entlassen werden. Das Internet fällt aus. Die Republik Irland bröckelt. Dann ist sie weg. Und jeder alltägliche Handgriff führt zu einer Plage und Zuflucht in einem. Bis allmählich alles, was wir diesseits des Romans für selbstverständlich nehmen, klares Wasser, ein heißes Bad, einen gültigen Reisepass, zu einer Kostbarkeit wird. Und jeder Vorsatz, etwa abzunehmen, weniger zu saufen oder nicht mehr zu rauchen, einfach lächerlich. Alice Stack und ihre Familie bewegen sich oft wie in Zeitlupe, wie auf dem Grund des Meeres, aber mit rasendem Puls. George Orwell oder Margaret Atwood beschreiben einen totalitären Staat. Paul Lynch beschreibt, wie eine Familie in und an einem totalitären Staat zerbricht. Doch ist im Roman als ein Motto ein Satz aus dem biblischen Buch
Kohelet, auch Prediger genannt, vorangestellt. Was einmal geschah, wird wieder geschehen. Und was einmal getan wurde, wird wieder getan. Und nichts ist wirklich neu unter der Sonne. Zitat Ende. Also, alles wiederholt sich. Nur sieht es ein bisschen anders aus. Und Eilish Stack erkennt am Schluss, dass die Lieder der biblischen Propheten stets davon sprachen, wie die Welt wieder und wieder untergeht. In diesem Land, dann in jenem. Und dass dieses Ende für manche zu einer fernen Warnung wird und zu einem Kurzbericht in den Nachrichten. Ein Echo von Ereignissen, das in Folklore übergeht. In Paul Lynch's Prophet Song geschieht demnach nichts, was die Menschheit nicht bereits angerichtet hätte. Und es ist der Roman ein Kommentar zu jedem diktatorisch gefassten Regime damals wie heute, das sich noch so demokratisch ausgeben kann, wie es immer will. Der Roman ist auch ein Kommentar zum legalistischen Islam, der auf Grundlage der Scharia für jedes Problem sich selbst als Lösung sieht. Der Roman ist ein Kommentar zu Recep Tayyip Erdogans Regierungsziel, die jüngste Generation in der Türkei zu einer frommen Generation zu erziehen. Der Roman ist ein Kommentar zur muslimischen Einteilung der ganzen Welt in Gläubige und Ungläubige, zur White Male Supremacy und der Einschränkung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch unter Brett Kavanaugh, Mike Pence und Donald Trump und im Ungarn Viktor Orbáns. Doch wohlgemerkt, man muss den Roman ganz und gar nicht so lesen. Die ideologischen Fronten, die in Prophet Song einen Bürgerkrieg gegeneinander führen, sind unbestimmt, sind vage und irgendwie austauschbar. Die Rebellenfraktion scheint kaum weniger drakonisch als jene, die die Macht im Staat übernommen haben. Paul Lynch schrieb den Roman aus persönlicher, existenzieller Not, Krankheit und dem Kollaps seiner eigenen Familie heraus. Weit über das Dystopische hinweg und fern aller Klischees, also die das Genre der Dystopie oft mit sich bringt, geht es in diesem Roman um Trauer. Um Trauer und die Sorge um sich und die anderen, die man liebt und zu verlieren droht. Prophet Song handelt davon, dass wir uns erstens historisch schon viele Weltuntergänge schuldig gemacht haben und dass zweitens mit jedem Menschen, den wir verlieren und seien wir es selbst, eine Welt endet und verschwindet und nur eine brüchige Erinnerung bleibt. Emblematisch vorgezeichnet ist dieses Welt- und Weltenende in der Figur von Eilish Stacks Vater Simon, der an Demenz leidet und sich allmählich im Vergessen verliert. Dies ist auch einer der Gründe, warum Eilish aus Irland nicht flüchten kann, noch flüchten will, obwohl Eilish Schwester in Kanada, Toronto, schon alle Vorbereitungen für diese Flucht getroffen hat. Für Eilishs Vater Simon käme das Exil im geistigen Tod gleich. Zudem ist Eilish Stacks Ehemann Larry verschwunden geblieben, ihr Sohn Mark ebenso unauffindbar. Und erst als, soll ich es verraten? Ja, ich muss. Erst als Eilish ihren jüngeren Sohn Bailey im Keller eines Krankenhauses tot aufgebahrt findet, von Folterungen verstümmelt, entscheidet sie sich um. Der Roman könnte auf Deutsch auch Prophetengesang heißen. Denn wie bei den biblischen Psalmen und Klageliedern ist Paul Lynch Sprache immer nah an der Lyrik. Der Rhythmus jedes Satzes stimmt bis in die allerletzte Kadenz. Es gibt bei Paul Lynch keine freie Note mehr und man treibt in der Strömung der fortlaufenden Zeilen immer weiter und weiter und weiter, bis es aus ist und vorbei mit der Welt. Ganz im Gegensatz zu anderen Autorinnen und Autoren versucht Paul Lynch dank seiner poetischen Kraft also nicht die Schwerelosigkeit zu erreichen, sondern uns zusammen mit Eilish Stack die Schwere, die Aussichtslosigkeit bis zu einer Beklemmung, dann Verzweiflung erleben zu lassen, die nicht zu ertragen ist. Kein Abschnitt des Romans verfügt über einen Absatz. Paul Lynch verzichtet bei den Dialogen auf die üblichen Absatzeinrückungen und Gänsefüßchen. Und jeder Abschnitt des Romans endet pointiert. So als würde Lynch damit den Roman schon zu Ende führen wollen. So dass man in seiner bis zum äußersten verdichteten Welt gefangen ist. Weil Eilish Stack keinen Raum zum Atmen hat, haben auch wir keinen. Will man so etwas lesen? Soll man? Ja. Aber warum? Neben dem bereits Gesagten gerade auch darum, weil Inhalt und Form hier perfekt zur Deckung gebracht, perfekt ausbalanciert sind. Die Klaustrophobie bis zur Panikattacke prägt sich Paul Lynchs Stil auf, der uns aus dieser Klaustrophobie dann wieder durch weltweitende Sätze befreit, worin jeder Baum, sogar die Dunkelheit, ein Eigenleben hat. Und man wird sich auch darum der Lektüre dieses Romans nicht enthalten wollen,
weil die Wahrnehmungsweise des Autors, die Wahrnehmungsweise eines Stacks und natürlich wieder umgekehrt, etwas noch nie Gelesenes hat, sehen wir von Paul Lynchs stärkstem Einfluss Don DeLillo einmal ab. Eilish Stack ist von Beruf Molekularbiologe und beherrscht den Kunstgriff, die Welt und sich selber von außen zu sehen, manchmal wie aus der Vogelperspektive, bald auch ganz sachlich, fast abstrakt. Dann wieder mit einer philosophischen, emotionalen Weisheit, die einen beinahe in Tränen ausbrechen lässt. Etwa wenn Eilish neben ihrem jüngsten Ben einzuschlafen versucht und denkt, was weiß er schon von der Welt, der Geruch von Angst auf ihrem Körper. Das Kind wird aufwachsen in dem Wissen um diesen Geruch, der nicht weggewünscht werden kann, noch unterdrückt. Das Kind wird das Trauma der Mutter in sich aufnehmen und in seinem Körper verstauen für späteren Gebrauch. Das Kind wird ein Erwachsener, geplagt von Grauen und blinder Ängstlichkeit, wird einschlagen auf die um ihn herum. Sie hält einen beschädigten Mann im Arm. What a child this age can know of the world, the odor of fear on her body, the child growing to know the smell that cannot be wished away and is oppressed, the child absorbing the mother's trauma and storing it in his body for later use, the child become adult, stricken by dread and blind anxiety, lashing out at those around him. She's holding a damaged man in her arms. Selten fällt in Paul Lynchs Prophet Song das Wort fühlen, Gefühl. Ihm glückt jede Metapher, jeder Vergleich. Paul Lynch schreibt zum Beispiel nicht, es ist Herbst, sondern schildert, wie die Nacht lautlos die Kirschbäume einsammelt. Das letzte Laub, das die Nacht annimmt mit Geflüster. It gathers the last of the leaves and the leaves accept the dark in whisper. Die müde Alice Stack blickt durchs Fenster und wünscht, sich zum Laub des Gartens zu legen, um erfrischt erneuert mit dem Morgen zu erwachen. Doch da stehen schon, wir sind wieder am Anfang des Romans, die beiden Geheimpolizisten vor der Tür. Paul Lynch behauptet nicht, er führt vor, schildert, erzählt, zieht jede und jeden in Mitleidenschaft. Ganz gleich, wie er ideologisch, wie sie weltanschaulich eingestellt ist. Er fragt euch nicht, wogegen seid ihr, sondern wofür seid ihr, wofür steht ihr ein? Er verdeutlicht, dass Freiheit immer auch ein Kampf um die Freiheit gewesen ist. Prophet Song ist einer der besten Romane, die ich je lesen durfte und immer wieder lesen werde, lesen muss und ihr vielleicht auch. Denn der Roman ist eine Parabel und darin universell. So wie es nur einmal in einem Jahrhundert einen Franz Kafka gegeben hat, gibt es auch nur einen Paul Lynch.